Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie Spiegel Online über die Fälle mit Tino Chrupalla und Alice Weidel berichtet hat oder nicht berichtet hat. Also es geht um den Zusammenbruch von Tino Chrupalla und über das Fernbleiben von Alice Weidel von den AfD-Wahlveranstaltungen in Bayern eine Woche vor der Wahl. Wie hat also Spiegel Online berichtet? Zunächst gar nicht. Dann kam ein Bericht, hämisch, Alice Weidel hätte Urlaub auf Mallorca gemacht. Das heißt, der Spiegel legt hier eindeutig nahe, das war eine reine Ausrede, dass Alice Weidel jetzt nicht auftritt, sondern sie wollte lieber Urlaub machen. Sie war auf Mallorca, hat das Leben genossen, hat ihre Partei im Stich gelassen. Die Formulierung legt das eindeutig nahe, dass Alice Weidel falsch gespielt hat. Das wird hier ganz klar suggeriert. Und bei Tino Chrupalla wird suggeriert, es wäre auch Fake. Also es wäre auch eine Wichtigtuerei. Er wäre in Wahrheit gar nicht zusammengebrochen. Das sieht man hier an diesen Anführungszeichen, die überall gesetzt werden. Und es gäbe außerdem gar keine Hinweise von der Polizei. Also der Spiegel behauptet ernsthaft, also erst hat er nicht berichtet, und dann hat er ernsthaft behauptet, es würde keine Hinweise auf einen Anschlag auf Tino Chrupalla geben. Erst heute muss dann Spiegel Online eingestehen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber gestern davon keine Rede und vor allen Dingen zu behaupten, es hätte keine Hinweise gegeben, ist eine reine Lüge. Es hat vielleicht keine Beweise gegeben, aber Hinweise hat es natürlich ganz viele gegeben. Beispielsweise die Spritze und allein, dass Tino Chrupalla ohne Grund zusammengebrochen ist. Deswegen jetzt ja natürlich auch ermittelt wird. Vor Mitleid und Bedauern ist bei Spiegel Online keine Spur. Sondern es sind Menschen zweiter Klasse. Die Berichterstattung, sie ist, oben kommt irgendwas ganz Unwichtiges über China, also eigentlich gar keine tagesaktuelle Meldung, wird auf Platz 1 gesetzt. Und Anschläge oder geplante Anschläge auf die Vorsitzenden einer Partei, die momentan in der Umfrage auf Platz 2 liegen, das kommt erst gar nicht und dann ja entweder ganz klein. Und es kommt dann auch nur groß, wenn es hämisch ist, also wenn dann Alice Weidel Urlaub auf Mallorca macht. Dieser Bericht, dass Alice Weidel Urlaub auf Mallorca macht, das ist ein Spaltungstrick. Weil es ist so, dass Alice Weidel in der AfD in Kreisen, ich kann das nicht beurteilen, aber es wird ihr nachgesagt, sie fehle zu oft, sie sei zu wenig anwesend. Und sie sei zu oft bei ihrer Familie in der Schweiz und sie müsste mehr machen. Das war immer ein Kritikpunkt an ihr. Und jetzt wird hier sozusagen der Spaltpilz in die AfD getragen. Seht her, Alice Weidel, eine Woche vor der Wahl, sie lässt die Partei im Stich. Sie macht lieber heimlich Urlaub. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie wahrscheinlich ist das, dass sie Wahlkampfauftritte sagt, kurz vor der Wahl, kurz vor den Wahlen und ausgerechnet dann zu faul ist für die Auftritte. Sie könnte ja danach, die Woche danach, könnte sie auch Urlaub machen oder könnte sie sich entschuldigen lassen, könnte sich krank schreiben lassen. Da wird es nicht auffallen, aber es ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass vor zwei Landtagswahlen, dass sie genau dann Urlaub macht, sich fälschlicherweise krank schreiben lässt. Und genau das ist das, was der Spiegel, was Spiegel Online hier nahelegt. Und das Perfide ist, dass Spiegel Online die AfD-Leute permanent als Untermenschen darstellt. Also erstmal werden ihre Gesichter werden immer gar nicht gezeigt, sondern werden ganz klein gezeigt. Von Baerbock und von anderen werden sie immer ganz charakterstark, schattiert, groß gezeigt, von der AfD ganz klein gezeigt. Sie werden permanent mit Nazis gleichgesetzt, was sie zu Menschen zweiter Klasse macht. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung die, ja, das sind ja sowieso Menschen zweiter Klasse, die machen sowas. Also die eine Woche vor der Wahl sagen die Wahlkampfauftritte ab, um Urlaub zu machen. Oder spielen einen Zusammenbruch vor, lassen sich ins Krankenhaus einliefern und faken das, um sich wichtig zu machen. Weil das ist natürlich das, was Spiegel Online mit der Gestaltung des Artikels ganz eindeutig nahelegt. Es ist ein Fake, es gibt keine Hinweise. Also ist es ganz klar, wenn es keine Hinweise gibt und Tino Chrupalla hier eine Nummer abzieht anscheinend und das hier auch noch der Spiegel eher klein bringt, zeigt das sehr wahrscheinlich zu 70%,
Wahrscheinlichkeit ist es einfach vorgespielt und vielleicht kann es auch noch was anderes sein. Aber es gibt ja keine Hinweise. Der Spielleiter behauptet, es würde keine Hinweise geben, was ja eine glatte Lüge ist. Es ist anzumerken, dass die das Welt unterschiedlich berichtet hat. Und aus meiner Sicht ist das nicht, weil die Welt moralischer ist, sondern sie sind rationaler. Weil es ist zu offensichtlich, was der Spiegel macht. Es ist offensichtlich menschenfeindlich. Es ist einfach, ja. Also es wird vielleicht einigen Leuten auffallen und es wird sie abstoßen. Wohingegen Welt es von Anfang an gebracht hat. Also Welt hat es natürlich auch nicht auf Platz 1 gebracht, aber es kam spürbar. Natürlich jetzt bei den Grünen oder bei Olaf Scholz, bei allen anderen oder bei Lindner, es käme ganz groß auf Platz 1, die Tränen würden runterkullern, vielleicht natürlich auch zu Recht und würden sagen, ja, Rechtsextremismus und die Politiker sind nicht mehr sicher, es muss härter vorgegangen werden gegen den Rechtsextremismus. Aber hier gar nichts. Es wird über den möglichen Täterkreis, wird überhaupt nicht spekuliert. Wobei es natürlich klar ist, dass das natürlich linksradikale Kreise sind. Kein Wort von Linksradikalismus, von Antifa. Überhaupt die Antifa, dass sie überhaupt gibt, wird ausgeschwiegen. Dabei gibt es die Antifa in fast jeder Stadt. Aber Antifa, das kommt bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei Spiegel. Auch bei Welt kommt es eigentlich so gut wie nie vor. Aber vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt der Begriff Antifa nie vor und beim Spiegel erst recht nicht. Jedenfalls zeigt sich ein Unterschied aus meiner Sicht. Die Welt kalkuliert hier rational. Das muss man berichten, sonst ist es zu auffällig. Und ja, wir machen uns als Medium unglaubwürdig. Deswegen berichten wir darüber. Eine andere Spekulation ist natürlich die, dass auffällig ist, also ich habe das auch sehr kritisch gesehen, dass Weidel zum Beispiel im Sommerinterview keine Aufklärung betrieben hat über die Vorgänge in der Ostukraine seit 2014. Was sehr wichtig wäre, um Russland zu entdämonisieren. Und vor allen Dingen könnte man die Bigotterie der Medien aufzeigen, wie sie über die AfD berichten. Weil die Vorgänge in der Ostukraine belegen eindeutig, dass die Ukraine ein Nazistaat ist. Also Rassengesetz, Abschaffung Russisch als zweite Amtssprache, willkürlicher Beschuss von Zivilisten, angekündigt von Petro Poroschenko und natürlich auch die Verehrung von Nazis. Offen jetzt in Kanada gab es jetzt diesen Skandal mit dem SS-Mann, der geehrt wurde, aber auch, dass der Oberbefehlshaber Nazi-Armband trägt. Also die Vorfälle, es gibt etliche ukrainische O-Töne, die deutlich belegen, dass es ein Nazistaat ist. Die Ukraine. Dass das stimmt, was Putin sagt, dass es ein Nazistaat ist. Nazistaat bedeutet, dass entsprechende Propaganda geduldet und gefördert wird. Und das ist in der Ukraine eindeutig der Fall. Oder sich auch hochrangige Offizielle so äußern und entsprechende Gesetze verabschiedet werden, wie zum Beispiel das Rassengesetz. Aber das jetzt nur am Rande. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass Alice Weidel, dass sie ja das doch schon relativ unten gehalten haben. Leider im Sommerinterview. Und das sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Deal. Das heißt, jetzt das Ukraine-Thema wird nicht an die große Glocke gehangen von der AfD-Spitze. Und dafür dürfen Tino Chrupalla und Alice Weidel bekommen auch mal Interviews wieder bei Springer, was jahrelang nicht der Fall war, bekommen sie Interviews. Und jetzt wird vielleicht auch mal was über die beiden geschrieben. Was ich noch vergessen habe, ist anzumerken, dass die Anschläge sehr wahrscheinlich, dass sie sehr ernst zu nehmen sind. Bei Alice Weidel habe ich mir sofort gedacht, sie ist eine Frau, sie ist lesbisch an der AfD-Spitze und vor allen Dingen, sie schenkt in Talkshows, schenkt sie den anderen besser ein, als es die meisten AfD-Vertreter tun. Sie ist schwer zu framen und das macht sie für die AfD schwer ersetzbar. Oder jedenfalls sehen das wahrscheinlich Antifa-Vertreter. Können sich aus meiner Sicht sehr gut versprechen, dass wenn sie Alice Weidel loswerden, also wenn sie tatsächlich stirbt, dass es ein Vorteil ist, dass die AfD sie nicht ersetzen kann. Und auch bei Tino Chrupalla jetzt mit seinem Auftritt bei Hard Aber Fair hat er bewiesen, dass er auch vielleicht nicht so einfach zu ersetzen ist. Weswegen die Anschläge aus meiner Sicht aus der linksradikalen Szene, dass das eine sehr realistische Option ist. Es gibt auch andere in der alternativen Szene, die meinen, das wäre alles ein Fake, die beiden würden sowieso zum System gehören. Und das sehe ich aber eher nicht so. Sondern aus meiner Sicht sind die Anschläge, steckt da ein Kalkül dahinter, dass diese Leute nicht so leicht zu ersetzen sind, dass es ein Schlag für die AfD wäre, wenn sie sterben würden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.